Schönen guten Abend, ihr zusammengenähten Fleischfetzen. Willkommen zurück zu Silent Hill 2. Vor dem Geschichtsverein. Hier auch hoffe ich mir jetzt so ein bisschen Aufklärung. Ich glaube, sonst würde das nicht so heißen. Und wäre das auch vermutlich nicht so lange verschlossen gewesen? Speichern ist, glaube ich, nochmal eine schlaue Idee. Schade, weil wir so weit rennen mussten, um hierher zu kommen. Guck mal, da ist unser Kumpel. Herman, hier ist ein Foto drin. Die neue Uhr? 17. Der kleine Baron. Die Jungfernfahrt von 1916. Die Statue im Park. The Lady of the Light. Die Herrin des Lichts. Enthüllung einer der beiden Statuen zum Gedenken an das einheimische Volksmärchen. Das ist das, wovon uns Mary erzählt hat, ne? Mit dem Boot und der Insel und dem Dude, der dann auch im Sturm losgefahren ist. Guck mal, hier ist Nutrition. Naja. Wegen dem Bild. Misty Day, Remains of a Judgment. Nachlass des Urteils, nebliger Tag. Der Scharfsrichter. Titel unbekannt, Autor unbekannt. Waterfront Landscape. Wurde gestohlen. Die Uferlandschaft. Alan Smith. Ein Gemälde der örtlichen Landschaft. Der Stil lässt darauf schließen, dass es um 1820 entstanden ist, als die Region noch dünner besiedelt war und kaum Infrastruktur besaß. Ja, doch, ist deutlich zu erkennen. Das mit der Infrastruktur auf jeden Fall. Ach du meine Fresse. Zu den regionalen Legenden gehört auch die Sage von der Herrin des Lichts, der Hexerei angeklagt. Das ist nochmal hier das schriftlich niedergelegte. Okay. Silent Hill. Gründer des Geschichtsvereins. Das sieht, ja. Ich bin noch nicht so weit für dieses Loch. Der Direktor vom Krankenhaus. Ehemaliger. Name ist durchgestrichen. Haben wir auch in den Dokumenten nicht erfahren, ne? Das Krankenhaus wurde als Antwort auf eine große Seuche gebaut, die auf eine Einwanderungsschwelle in diesem Gebiet folgte. Ursprünglich war es wenig mehr als eine Hütte,
Aber mittlerweile ist es zu einer vollwertigen medizinischen Einrichtung ausgebaut worden. Kohlengrube Whistle. Die Mine wurde um 1850 eröffnet, war bis in die frühen 1900er Jahre in Betrieb. Sie spielte eine Schlüsselrolle bei der Wiederbelebung von Silent Hill. Hatten wir das nicht zum Anfang, dass das so ein bisschen, also angeblich, diesen Nebel verursacht? Kann man hier rein? Na gut, jetzt bleibt uns bloß an dieser düstere Schacht. Ist das nicht dieses Geräusch, was diesen Kegelkopf immer zurückgehalten hat? Ich was falsch. Ich stimme was nicht. Das Ende der langen Treppe. Oh. Das sieht genauso aus wie der Raum auf dem Bild, oder? Wo das Loch so einfach. Medical, what? Work? Worker. Allgemeine Bevölkerung, oder? Crimson and White. Blutrotes und weißes Bankett für die Götter. Das sehen aus wie die Viecher, die wir ständig erschlagen. Tod durch Aufspießen. Eine Hinrichtung im Gefängnis. Tod durch Aufspießen oder Erdrosseln. Die Todesart zu wählen ist der letzte Akt der Freiheit eines Gefangenen. Gefangenenlager Toluca. Das 1862 errichtete Lager wurde während des amerikanischen Bürgerkriegs zur Unterbringung von Gefangenen genutzt. Im Jahr 1866 wurde es zum Gefängnis Toluca umgebaut. Toluca.
Hey, geht doch da jetzt nicht rein, oder? Haben wir eine Karte? Haben wir hier nicht. Ihr habt jetzt noch Optionen? Ja, hier den Gang runter. Dann doch lieber erstmal das. Ach so. Dann ist das Ganze extrem umfangreich hier. Und wir müssen jetzt aber Abgrund E drücken. Kann ja so schlimm nicht sein, wenn es gewollt ist vom Spiel. Spring! Ist ja nicht so, dass wir wieder eine Wahl haben. Noch mehr springen. Du musst es mehr wollen. Das sieht jetzt aus wie ein alter Brunnen. Achso, hier gibt's noch eine Möglichkeit. Ich mach das anscheinend nicht richtig. Wie viele Möglichkeiten haben wir noch? Ich hab drei Stück und ich schaffe es nicht, durch Glück die richtige zu treffen. Das ist so typisch ich. Deswegen gehe ich auch nicht ins Casino und seine Sachen. Bin da echt nicht gesegnet. I'm not a fortunate man. Ja. Ja, ich wollte notchen. Beengt hier. Keine Objekte. Als ob man hier rein will. So, was habe ich jetzt schon wieder übersehen hier? Waren hier noch Türen? Noch eine Wand zum kaputt machen? Das ist so ein Einheitsbrei. Da muss ja irgendwas. Nee. In der Kammer sein, wo dieses rote Licht da oben hing. Achso, ja, dann nehmen wir doch den so lange. Spiralschlüssel mit Spiraltext. Was steht denn da drauf? Irgendwas mit. Oh!
Erledige alle Käfer. Hier war noch einer. Ich hab ihn gesehen. Ich bin doch nicht verrückt. Ah! Ach du meine Fresse. Was macht der Käfer da links? Was ist das eben? Achso. Alter, ich war Erster. Ich habe das Gefühl, das werden hier nicht weniger. Wenn man das einfach ein bisschen... Das ist scheiße, Alter. Kann ich jetzt nicht einfach raten hier, oder was? Tudut. Oder sind nur die sauberen Zahlen gefragt? Langsam tut's weh. Ich habe jetzt einfach wild rumprobiert. Und zwar an den drei Tasten, die heller sind. Oh, war das eine Grütze. Mit diesen Käfern. Einfach nur probieren. Also ich habe jetzt auch keinen Hinweis gefunden. Nochmal springen. Guck mal, das sieht aber, naja, wie ein normaler Gang aus, nur dass der jetzt abschüssig ist. Kantine. Hier ist bestimmt was Feines. Ja, guck mal. Lungenhaché. Habe ich mir heute gewünscht. Boiled Meatloaf. Brot und Kaffee. Da kann man noch was mit anfangen. Ist das Frost? Oder was soll das sein? Ain't no big deal. Just put the gun to their head and pow. Eddie? Oh. Hi, James. What happened here? Who was that? I don't know. He just came at me. Okay. So he attacked you, and you shot him? Yeah. Yeah, that's right. He made me do it. Okay, calm down, Eddie. Any idea why he would do that? I don't know. He came out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. I heard footsteps, so I turned back, and he was right there. And you could tell that he wanted to hurt you. Well, yeah, I mean, the way he looked at me, I just had to do it.
He looked at you? I thought you said he came at you. Yeah, I mean, hey, I could see it in his eyes. His eyes? He kept looking at me, making fun of me. And I told him not to, but he didn't listen. Eddie, you can't... You can't just kill someone because of the way they looked at you. You should see your face, James. I was just joking. The guy was dead when I got here. I got you, didn't I? Well, anyway, I better get going. Wait. What? You're gonna go out there alone? Yeah. Aha. Kann man sich das nicht mal angucken? Oder? Ey. Das, guck doch mal. Das sind wieder diese Schuhe. Das sind meine fucking Schuhe. Das ist meine Frisur. Also, ja, was ist Eddie für ein Typ? Der würde mir richtig Angst machen, ne? Ich würde es mich anmerken lassen, aber... Ist nicht ganz sauber. Sowas denkst du dir nicht aus. So eine Story, wie der uns gerade aufgetischt hat. Ach so, guck mal. Los Flintos. Uff, perfekt gelöst, sagt das. Keine Objekte, so nie nötig, umgeschossen. Sie haben ihn immer noch nicht gefunden. Er hatte den Schlüssel zum Schrank, also müssen wir davon ausgehen, dass einer der Gefangenen ihn in die Hände bekommen hat. Hol den Ersatzschlüssel aus der Zeugenkontrolle und sichere das Gewehr, bevor es in die falschen Hände gerät. Okay. Oh, die Eule, Alter. 20 Gewehrpatronen. Na, mal gucken, was wir rausbekommen. 2. Ja, wir haben die geklaut hier, die. Ah, oh, jetzt geht's los, Leute. Stecken wir im nächsten großen Bereich fest. Ach, du meine Fresse. Und am Ende gibt's ein Gewehr als Belohnung. Und Foto. Ach ne, nochmal Eulenschüsse. So, um das nochmal festzuhalten, Eddie treibt hier irgendwie sein Unwesen. Der auf jeden Fall nicht ganz frisch ist und ein Problem damit hat, wenn Leute ihn komisch angucken. Warte, mach doch mal Licht an hier. Ah, okay.
Ah, nur für den Zeitraum. Ich hab das Gefühl, du solltest da nicht im Dunkeln durchgehen. Hier. Oh. Oh, jetzt muss ich aber mir in die Nähe gehen hier. Wird mal Zeit für eine Spritze. Die hat mich überrascht. Vielleicht später so ein Weg, um irgendwas entspannter zu entkommen? Das hier ein Keiler. Unheimlich. Einfach nur ein großer dunkler Raum. Dieser matschige Untergrund hier. Riesiges Raum. Ah, warte mal, wir haben nur eine Karte. Scheiße. Die Taschenlampe, die könnten wir auch mal upgraden hier. Mit Pistolenkugeln. Ist das hier die Kapelle vielleicht? Fehlt was. Oder ist das, ja, wahrscheinlich Kapelle und Hinrichtungspunkt zugleich. Hof, nennen wir es hier. Okay. Was haben wir hier? Zieh einmal am ausgefransten Ende des Seils. Wähle unter den Sünden die Tugend jeweils. Lies ihre Geschichten, schau ihre Gesichter oder auch nicht. Du bist nun ihr Richter. Mal hier ist der Dreieckskopf auch wieder dabei.
Ich denke, hier fehlen eh noch Gewichte, oder? Ich will auch einfach nicht mehr hier sein, hier ist es unangenehm. Irgendwas kriegt hier rum, was ich nicht sehen darf. Schlange. Das hat er ja irgendwas für uns. Guck mal, ich kann durchschlüpfen. Aber wozu? Zum Verstecken vielleicht? Ich lasse das mal zu. Wäre das Gefühl nicht los, dass wir hier irgendwie noch uns mit irgendwas rumquälen dürfen später? Können wir hier noch rein? Aber da hinten ist die Wand porös. So, hier konnten wir auch durchschlüpfen. Kommen wir von der Rückseite rein? Nee. Doch. Bleib. Okay. Der augenlose Eber. Hier ging auch nichts. Und da war die dritte Tür. Was sollte das sein? Stier. Hatten wir jetzt überhaupt noch andere Möglichkeiten? Ach ja, stimmt, da ging es ja noch die Treppe runter. Wir kamen aus der Kantine, waren am Gewehrschrank und sind jetzt direkt in diesen Trakt gelaufen. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, entweder nach unten zu gehen oder hier rechts in die Kapelle, wenn das geht. Können wir ein bisschen beichten? Guck mal, hier haben wir schon mal ein Gewicht. Alleine. Yes, Farah's Hood. Die Häftlinge spüren keine Reue.
Sie sehen sich selbst tatsächlich überhaupt nicht als Sünder. Selbst die Einfältigsten unter ihnen versuchen sich mit den wenigen ihnen bekannten Worten vor dem Blick des Herrn zu schützen. Und so träumen sie selig, wie die Sünder, die sie sind. Denn ganz gleich, wie verdorben und abscheulich ihr Leben auch immer sein mag, ihre menschliche Natur lebt weiter. Ich hatte gerade so ein Evil Within Moment mit diesen kleinen weißen Statuen. Injektion des Herrn. Okay, na gut. Und hier geht nicht weiter. Wollen Sie das Laken wegziehen? In Ordnung. Na gut, Leute, ich suche uns mal einen Speicherpunkt. Und dann machen wir uns in der nächsten Folge anscheinend auf die Suche nach Gewichten. Und dann... und vielen anderen Quest-Items. Um dann vielleicht irgendwann auch ein Gewehr in der Hand zu haben. Alles klar. Wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Tschüss.